Vom TV-Knast ins Krankenhaus und wieder zurück. Promi Big Brother Kandidat Allen Klausi hat wieder im Container eingecheckt. Zur Erinnerung, der Malestar kam am Montagabend in die Klinik, nachdem er bei einem Promi Big Brother Spiel live im TV-Studio umgekippt war. Allen Klausi musste sich mit seinen Zeltcamp-Mitbewohnern Joey Heindle, 26, und Jisha Wollersheim, 33, über einen matschigen Hindernisparcours quälen, als er umkippte und er wurde von Sanitätern behandelt und zur Beobachtung eine Nacht im Krankenhaus behalten. Wie Sender Sat1 auf Bildnachfrage verriet, handelt es sich um einen Schwächeanfall mit Verdacht auf eine leichte Gehirnerschütterung am Dienstag. Die gute Nachricht: Der Partymusiker ist seit dem Mittag zurück auf dem TV-Campingplatz. Auf einem ersten Foto seiner Rückkehr ist zu sehen, wie Lilo ihn herzlich in die Arme schließen will. Sie wird ihm bestimmt auch von den Ereignissen der letzten Nacht berichten. Denn während seines Krankenhausaufenthalts wurde Allen Klausi natürlich von jeglichem Kontakt zur Außenwelt abgeschirmt. Er weiß also zu Beginn seiner Rückkehr noch nicht, dass Chris und Fischer aus dem Kontakt